So Leute, heute geht es um die Absprungrate in eurem Online-Shop. Wenn du wissen willst, was normal ist und wie du deine Absprungrate reduzieren kannst, dann bleib dran. Zu Beginn sollten wir vielleicht klären, was ist überhaupt die Absprungrate. Die Absprungrate ist die Rate, die gemessen wird, wenn ein Besucher nur eine Seite deiner Website besucht. Also angenommen, er sucht ein Produkt, findet dieses Produkt bei Google, also findet die Detailseite bei Google, klickt da drauf, schaut sich das Produkt an und klickt wieder weg. Ein besseres Beispiel, gleiches Prinzip, aber vielleicht besser zum Verständnis, ist bei Blogartikeln. Bei Blogs ist die Absprungrate wesentlich höher, hoffentlich, in der Regel als bei Online-Shops oder als bei deinem Online-Shop. Ihr sucht nach einem Thema, wie kann ich Geld im Internet verdienen? Dann findet ihr bei Google einen Blogartikel, klickt diesen Blogartikel an, lest diesen Blogartikel durch und klickt wieder weg. Warum? Ihr habt ja eure Information gefunden, die ihr wolltet. So, ihr klickt wieder weg. Das wird als Absprungrate gewertet, weil ihr nicht noch einen Blogartikel gelesen habt oder irgendwas anderes, eine irgendeine Interaktion auf dieser Website stattgefunden hat von euch aus. Deswegen werdet ihr sozusagen dort in diese Absprungrate mit reingewertet. Wo könnt ihr die Absprungrate sehen? Geht einfach in euren Google Analytics Account. Dort habt ihr ganz verschiedene Sachen, eben Seiten, Views, Unique Besucher und alles Mögliche. Und dort ist unter anderem die Absprungrate auch mit dabei. Was für eine Absprungrate ist jetzt normal? Also für Online-Shops würde ich sagen, um die 50% sind normal. Sollte nicht weit drüber sein, wenn es natürlich weit drunter liegt, also wenn ihr 40%, 30% hättet, dann wäre das natürlich sehr gut. Man muss natürlich dazu sagen, man kann schon mit Tricks die Absprungrate massiv verringern, aber das bringt euch im Endeffekt nichts. Dann habt ihr zwar eine sehr geringe Absprungrate, habt aber praktisch auch nicht mehr Verkäufe oder vielleicht sogar weniger, weil ihr einfach einen Klick hervorruft oder ja den Kunden zu einem Klick oder den Besucher zu einem Klick nötigt, der nicht sein muss. Deswegen bringt euch das nichts. Also eine realistische Absprungrate in einem Online-Shop liegt so um die 50%. Habt ihr einen Blog, liegt die Absprungrate wesentlich höher. In der Regel, da kann sie durchaus bei 70-80% liegen. Alles unter 70% bei einem Blog, würde ich sagen, ist ganz gut, denn dann haben die Leute nicht nur Interesse an einem Blogartikel, sondern lesen auch immer gleich weitere Artikel. Das ist dann sehr cool, aber eher nicht ganz so häufig, also eher selten, sage ich mal. Aber wie könnt ihr jetzt die Absprungrate verringern? Grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass der Besucher sich auf eurer Website auf jeden Fall wohlfühlen muss. Das bedeutet, ihr sollt einen schnellen Server solltet ihr haben, dass eure Website schnell aufbaut. Natürlich sollte die Website auch, also euer Online-Shop, auch on-page optimiert sein. Das heißt, die Bilder sollten nicht zu groß sein, die Texte sollten dementsprechend gestaltet sein. Es sollte nicht zu viel JavaScript oder anderer Code, der vielleicht unnütz ist, drauf sein. Also alles in allem könnte man sagen, grundsätzlich sollte die Website schnell aufbauen. Ihr könnt bei Website, könnt ihr einfach in Google eingeben, Speedtest oder Website Speedtest oder solche Sachen, dann könnt ihr dort euren Speed testen. Zum anderen sollte natürlich das Layout, ja, sehr auf die Usability abgestimmt sein. Das bedeutet, der Besucher eurer Website, eures Webshops, sollte sich sehr einfach zurechtfinden, dass er nicht lang suchen muss, sondern vielleicht einfach auf Zubehör klicken kann, wenn er noch Zubehör zu seinem Artikel sucht, zum Beispiel. Das ist auch eine Sache. Also die Usability, die Website-Geschwindigkeit, die sollte auf jeden Fall passen, sollte auf jeden Fall sehr gut sein, dass ihr die Absprungrate minimieren könnt. Zum anderen natürlich, interessante Produkte, also zum Beispiel Kunden kauften auch ihre letzten angesehenen Produkte. Das sind alles so Leisten, die in jedem guten Online-Shop sollten, die ganz einfach einzupflegen sein. Es gibt möglicherweise Plugins für deinen Online-Shop, je nachdem, welches System du eben verwendest. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, die Absprungrate verringert sich dann, wenn euer Besucher noch einen Klick tätigt. Also wenn er nicht nur eine Seite besucht. Und natürlich, wenn ihr einen Blog in euren Online-Shop mit einbaut, was ich auch immer sage, dann steigt möglicherweise euer Google-Ranking. Die Absprungrate kann sich aber dadurch auch etwas erhöhen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr zum Beispiel Artikel anzeigt.
Kundeninteressierten sich auch für folgende Artikel, du hast zuletzt diese Artikel angeschaut, solche Sachen, also Produkte meine ich jetzt. Aber ihr könnt auch Blogartikel anzeigen. Letztgelesene Blogartikel, zum Beispiel gibt es in den Sidebars immer so Sachen, letzte Kommentare, letzte Blogartikel, Artikel aus dieser Kategorie, ganz so meistgelesene Artikel, solche Sachen werden oft in den Navibars angezeigt, also in diesen Sidebars. Und auch das verringert natürlich unter Umständen die Absprungrate, denn wenn da passende Blogartikel aus dem gleichen Themenbereich sind, dann klickt man vielleicht drauf, weil man interessiert sich auch für diesen Blogartikel. Dann gibt es zum Beispiel für Online-Shops, weiß ich gar nicht, ob es da so ein Plugin überhaupt gibt, für WordPress auf jeden Fall, wenn möglicherweise auch einen WooCommerce-Shop haben. Für WordPress gibt es Plugins, einfach so ein Side-View, dass ein anderer Blogartikel, ein anderer interessanter Blogartikel aus der gleichen Kategorie herausfährt aus der Seite. Und auch das ist wieder ein Element, der den Besucher anzeigt, hey, hier habe ich noch was für dich, hier ist noch ein Blogartikel, der thematisch zum anderen passt, schau doch auch mal hier vorbei, die werden auch ganz gern angeklickt. Was könnt ihr noch machen, um die Absprungrate zu verringern? Ihr könnt interne Verlinkungen machen, das bedeutet zum Beispiel, ihr schreibt einen Blogartikel in eurem Onlineshop oder ihr einfach in dem Produkttext, in der Produktdetailseite, in der Produktbeschreibung verlinkt ihr manche Sachen. Das können Begriffserklärungen sein, die verlinkt werden. Oder eben passende andere Artikel oder überhaupt Artikel oder andere Blogartikel. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, wenn ihr eine auf der Produktdetailseite seid, könnt ihr Reiter anlegen. Reiter, Produktbeschreibung, Datenblätter, je nach Produkte natürlich Datenblätter, Downloads, Videos, Blogartikel, solche Sachen oder Bewertungen, solche Sachen könnt ihr alles anlegen, wenn dann darauf wiederum geklickt wird, wenn irgendwelche Interaktionen stattfinden, senkt auch das eure Absprungrate. Warum sollte man die Absprungrate senken? Interessiert das irgendjemand? Ist doch eigentlich egal, oder? Naja, zum einen ist das für euch sehr interessant natürlich zu wissen, hey, wie viel Prozent kommen eigentlich auf meine Website und klicken sofort wieder weg? Denn wenn die kaufen ja auch nichts, denn sonst wären sie ja nicht in der Absprungrate mit dabei, denn sonst hätten sie ja auf in den Warenkorb legen geklickt oder kaufen geklickt oder sowas. Das heißt, das sind auch keine Kunden für euch gewesen, das sind einfach nur Besucher, die auf eure Website gehen, vielleicht was gelesen haben oder auch nicht und wieder wegklicken. Und das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen solltet ihr zum einen versuchen, die Absprungrate möglichst gering zu halten, um möglichst viele Interessenten bzw. möglich potenzielle Kunden zu generieren. Eine niedrige Absprungrate heißt nicht, dass ihr viele Kunden habt, aber es kann natürlich helfen im Vergleich zu einer sehr schlechten Absprungrate, die jetzt bei 70%, 80%, 90% liegt vielleicht. Zum anderen ist die Absprungrate aber auch ein Ranking-Faktor. Es gibt Leute, die sagen so, es gibt Leute, die sagen so. Ich würde mal sagen, versucht einfach die Absprungrate möglichst gering zu halten aus Punkt 1, aus Sicht des Punkt 1, aber auch Absprungrate kann ein Ranking-Faktor sein und je niedriger eure Absprungrate ist, desto möglicherweise besser wird eure Website auch bei Google gerankt. Da spielen natürlich hunderterlei andere Sachen noch mit rein, aber wieso sollte man diesen Punkt nicht auch beachten? So Leute, und damit sind wir wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was lernen über die Absprungrate. Hast jetzt ein paar Tipps mit an die Hand bekommen, wie du deine Absprungrate verbessern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. If you like it, then like it. Abonnier meinen YouTube-Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Video morgen um 17 Uhr wieder. Schreib mir doch in die Kommentare, wie deine Absprungrate ist. Geh einfach auf Google Analytics, schau dort, wie deine Absprungrate ist und schreib es mir unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die wirklich bei 20-30% liegen. Wer weiß, schreib es mir in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Ich bin Ben Schneider, dein Business Coach. Ciao.